Spiel unter Kontrolle. Endlich einmal wieder ein weiter Pass auf Wuttke. Und dann sehen Sie, was er daraus macht. Das sind Verzweiflungsschüsse, das sind Verlegenheitsschüsse. Hoeneß, gefährlicher bisweilen wirklich die Angriffe der Bayern. Mit ein, zwei Zügen, Rummenigge, und da wird er gefault. Es gibt natürlich Freistoß und den wird er selbst ausführen. Ja, sehr bedenkliche Miene von Jupp Heynckes. Schiedsrichter Heidmann nimmt es genau. Breitner und Rummenigge stehen bereit. Das ist die 55. Minute. Ein gefährlicher Schuss, gerade bei diesem glatten, rutschigen Boden. Wir machen dann einen Sprung. Wir sind jetzt in der 79. Minute. Bis dahin hatte sich im Grunde nichts getan. Sicheres Abwehrspiel der Bayern, Unbeholfenheit der Gladbacher, die hier mit Borowka versuchen, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Hannes, er hielt sich sehr lange hinten in der eigenen Deckung auf. Hier eine Möglichkeit in der 80. Minute, Glanzparade von Taff. Der dann in der kritischen Schlussphase doch eine Stütze seiner Mannschaft war, jetzt wachten die Gladbacher endlich ein bisschen auf. Man hatte Pinkal in die Mannschaft genommen für Bruns, er war in der 68. Minute gekommen und dann gab es auch Torchancen. Fee. Und wieder Pfaff. Borowka. Ja, die Bayern-Deckung stand sehr sicher. Man reklamiert hier Hand, aber Schiedsrichter Heidmann lässt weiterspielen. Wir sind in der 89. Minute. Borowka. Pinkal. Und der Ball geht neben das Tor. Fee war der Mann, der diesen Kopfstoß neben das Tor setzt. Und hier schon die letzte Szene in diesem Spiel, 89. Minute, Borowka, und das war Pinkal, und Pfaff rettet seiner Mannschaft mit einer herrlichen Parade das 0:0. Diese Szene zum Abschluss noch einmal in der Zeitlupe. Der Kopfstoß, Pfaffs Parade, und wir sprachen nach dem Schlusspfiff mit Gladbach-Spielführer